Ich bin jetzt seit fast 18 Jahren Gemeinderat, ich bin Kreisrat und Kreisvorsitzender und somit natürlich in der Kommunalpolitik verwurzelt. Und das ist mir unwahrscheinlich wichtig, dass ich das auch weiterhin bleibe, dass ich wirklich das Bindeglied vom Landtag, von der Landespolitik zur Kommunalpolitik darstelle. Also sozusagen als Anwalt der Kommunen. Und zwar meine Kernkompetenzen, die ich sehe, dass es im sozialen Bereich, aber jetzt ist im Förderbereich, ist Behindertenbereich oder auch Landwirtschaft, Strukturen im ländlichen Raum, das interessiert mich sehr. Und was mir einmal reizt, das sind ja die Finanzen. Ich war jahrelang im Rechnungsprüfungsausschuss und ich habe so manches entdeckt. Ich darf es bloß nicht sagen. Eine der wichtigsten Thematiken wird die dritte Startbahn zu verhindern, langfristig zu verhindern sein. Die momentanen Zahlen, die hier rausgegeben werden, spricht für das, was die Freien Wähler längst verlangen. Beerden wir die dritte Startbahn, nehmen es aus dem Landesentwicklungsplan raus. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann auch draußen den Leuten zu überbringen, die Botschaft nicht vor Gericht wird das Ende dieser Startbahn verkündet, sondern von der Politik muss es verkündet werden. Und daran zu arbeiten, wird einer der Hauptpunkte sein für die nächsten Jahre.